8 von allen Schutter. Bonini hat hier gesendet. Der Torhüter war noch weit, weit vor seinem Tor. Und Alain Schütter hat das sehr routiniert und gekonnt ausgenutzt. Hier haben sie Bonini, der nicht aufgepasst hat, der nicht sah, dass Alain Schütter sich in der Nähe befand. Und dieser überlistet sehr gekonnt den sanmarinesischen Torhüter Beneditini, ein wichtiger Tor, in Räumen herauszulocken, etwas Platz zu schaffen. Geigerwechsel zu Hermann. Knupp ist es gewesen. Aus Spitzenwinkel zeigt der Himmelsmacht das 2:0 in der 27. Minute. Benedettini ist zu bedauern, da konnte er nicht viel ausrichten. 0:2 nach einem sehr guten Wechsel, einem 50-Meter-Pass von Geiger auf Knupp. Und Knupp erzielt seinen 6. Treffer für die Nationalmannschaft in seinem 11. Spiel. Türk Yılmaz ist für einmal auf die Seite ausgewichen. Das hat er sehr selten getan in diesem Spiel bis jetzt. Sutter Knupp. Und da ist das 0:3. Diesmal ist mit Sicherheit Knupp der Torschütze. In der 44. Minute, also 3:0 für die Schweiz. Beim 2:0 hat eventuell Chapuisat den Ball von Knupp noch abgelenkt gehabt. Knupp nicht im Abseits und kein gefährliches Spiel. Er war weit früher am Ball als Torhüter Benedettini. Das beruhigende 3:0 für die Schweiz. Sutter hat den Ball mit dem Kopf verlängert. Knupp ist sofort gestartet und er war hier ganz klar. Das Spiel, ein Riesenereignis für die Spieler hier aus San Marino. Dann die Schweizer haushohe Favoriten, Chassot. Und Chassot schafft es. Immerhin noch ein Tor in dieser zweiten Halbzeit durch Ersatzmann. Chassot in der 40. Minute, in der 85. total. Das 0:4 durch Chassot. Nach einem guten Steilpass findet er freie Bahn. Und überläuft auch den Torhüter, trifft dann sogar auch noch aus relativ spitzen.